Hi, wie toll, dass du da bist. Ich habe was zu essen gemacht. Willst du auch was haben? Es gibt Steak. Boah, sieht das lecker aus. Und zur Perfektion kommt das Ganze in meinem Freund, dem Mixer. Ich finde, ich habe mich dieses Mal selbst übertroffen. Köstlich. Steak mit Kartoffeln und Rosmarin. Guten Durst. Was ist los? Willst du nicht probieren? Steak-Smoothie? Wenn du Steak nicht möchtest, ich habe auch noch Hähnchen-Smoothie im Kühlschrank. Oh Mann, du siehst schon, manchmal kommt es eben nicht nur auf den Inhalt an, sondern auch darauf, wie man den Inhalt serviert. Ich meine, beim Kochen schon klar, das Auge ist mit, wie meine Oma immer sagt. Und das ist ja auch ehrlich gesagt jedem klar. Umso verwunderter bin ich jedes Mal, wenn mir Schüler in Aufgabe 3 so einen wild gemixten Hähnchen-Smoothie anbieten. Irgendwie ist ja schon alles drin, aber so durcheinander gemixt, dass man es noch nicht mal seinem Hund anbieten möchte. Also ich schreibe in Aufgabe 3 immer einfach, was ich so denke. Ich lerne für Aufgabe 3 immer die Theorien auswendig und die Kritik. Und ich lerne für Aufgabe 3 gar nicht. Mal unter uns. Kommt ja irgendwie bekannt vor, oder? In diesem Video schauen wir uns deshalb an, wie du am besten an die dritte Aufgabe der Klausur herangehst. Wie man es am besten macht und was du am besten vermeidest. Du bist hier auf SmartWerts. Viel Spaß! Okay, was habe ich nicht schon alles gehört, wie Schüler an die dritte Aufgabe herangehen? Lass uns jetzt erstmal gemeinsam Klarheit in den Dschungel von Mythen und Vorurteilen bringen. Ich war mal so mutig und habe mich hinabbegeben in die düstere Welt der Operatoren und Prüfungsaufgaben des Abiturs. Ich habe mir alle Pädagogik-Abi-Klausuren der letzten 10 Jahre angeschaut und habe sie quasi reverse-engineert. Und ich sage euch, es war hart. Schauen wir zunächst einmal, was man überhaupt können muss für die Aufgabe 3 der Klausur. Das hier sind die sogenannten Operatoren im Fach Pädagogik, also Fähigkeiten, die du beherrschen solltest. Die hast du bestimmt so oder in ähnlicher Form schon mal gesehen. Und diese hier, das sind die Operatoren im AFB 3, die wichtig sind für die dritte Aufgabe der Klausur in Pädagogik. Falls dir übrigens beim Blick auf diese Liste gerade das Herz oder irgendwas anderes in die Hose rutscht, empfehle ich dir einen Blick auf ein anderes Video von mir zur Analyse. Hier gehen wir einen Schritt zurück und trainieren die Basics der Analyse. Wir schauen für dieses Video zur dritten Aufgabe auf den AFB 3 und kriegen immer noch eine Hammerliste. Wenn man jedoch genauer hinschaut, meinen viele Operatoren im Prinzip das Gleiche. Grob gesagt lassen sich tatsächlich nur 2 Aufgabentypen voneinander unterscheiden, die wichtig sind für die Aufgabe 3. Naja, ganz grob gesagt. Nennen wir sie mal Überoperatoren. Auf der Startnummer 1 haben wir das Team Beurteilen. Hierunter finden wir Topspieler wie Stellung nehmen, bewerten, beurteilen, sich auseinandersetzen mit, erörtern und prüfen. Team 1, also die Operatoren rund um Beurteilen, sind ganz klar der Favorit. Ziel dieses ersten Teams ist, so ein Zitatfenster in die Mitte machen, durch strukturierte Auseinandersetzung mit einem Sachverhalt zu einem begründeten Urteil kommen. Struktur, merkst du was? Dieser Aufgabentyp kommt ziemlich häufig in der Aufgabe 3 vor und ist ganz klar der Favorit. Und bevor jetzt einer ankommt und meckert und sagt, ey Tobi, das sind aber völlig unterschiedliche Operatoren, sage ich, jein. Unterschiedlich schon, aber sie spielen im gleichen Team und sie haben die gleiche Spielart. Der Operator prüfen zum Beispiel hat als Erläuterung etwas sachlich beurteilen. Und der Operator sich auseinandersetzen mit, ebenfalls im AFB 3, bedeutet, ein begründetes Urteil entwickeln. Wie gesagt, vielleicht nicht komplett gleich, aber zumindest im gleichen Team. Kommen wir zum Team 2. Hier finden wir die Hardliner, die immer Konsequenzen ziehen. Hier geht es darum, Schlussfolgerungen und Konsequenzen aus den Aussagen eines Sachtextes zu ziehen. Auch dieser Operator kommt immer wieder mal vor. Hier geht es darum, in einem Fallbeispiel Handlungskonsequenzen herauszuziehen. Deswegen kommt auch Team 3 gar nicht groß zur Sprache. Gestalten und entwerfen. Die 2 armen Spieler in Team 3 wurden bisher noch nie zu einem Abiturmatch zugelassen und sitzen kreativ gelangweilt auf der traurigen Ersatzbank. Schade eigentlich, wäre doch schon cool sowas, oder? Eine kreative Auseinandersetzung mit Sachverhalten? Für unsere erste Frage, was soll ich eigentlich machen in der Aufgabe 3, bedeutet dies also Folgendes für uns. Wir konzentrieren uns auf Team 1 und Team 2, beurteilen und Konsequenzen ziehen. Und wie zum Henker soll ich das machen? Ich schreibe in Aufgabe
Aufgabe 3 einfach immer das, was mir einfällt und was ich persönlich so denke. Baby Tobi, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du zuerst hören? Die schlechte Nachricht bitte zuerst. Okay, die schlechte Nachricht zuerst. Die perfekte universelle Anleitung für die Aufgabe 3, die kann es nicht geben. Dafür gibt es zu unterschiedliche Textsorten, zu unterschiedliche Aufgabenarten, Textaussagen und Operatoren. Okay, dann bin ich weg. Tschüss. Hey, warte. Ich habe es trotzdem probiert und etwas gefunden, was dem immerhin nahe kommt. Ich nenne es Tobis 80er-Methode. Ja, ich bin ein Kind der 80er. Wenn du so vorgehst, wie ich das gleich vorstelle, solltest du dich in 80% der Fälle an das annähern, was erwartet wird. Bevor ich euch das Rezept aber vorstelle, räumen wir erst noch einmal mit Vorurteilen auf. In Anlehnung an andere Pädagogen nenne ich sie einfach mal die vier Maximen der Aufgabe 3. Maxime 1, das Ich muss weg. Das Ziel der Aufgabe 3 ist ja die strukturierte und fachliche Auseinandersetzung mit einem Thema, um zu einem fachlich begründeten Urteil zu kommen. Dies bedeutet Ausdrücke wie ich persönlich denke das. Ich meine ja, meine Tante hat einmal gehört. Diese Ausdrücke sind ab jetzt tabu. Das Urteil soll fachlich begründet sein. Meine Challenge an dich, versuche in der nächsten Klausur einmal komplett auf das Ich in der Aufgabe 3 zu verzichten. Als Formulierungshilfe bieten sich ja Passivausdrücke an. Sowas wie es soll gezeigt werden oder es soll geprüft werden, ob. Maxime 2, es geht in der Aufgabe 3 nicht um das Was, sondern es geht um das Wie, um das Warum, um das Ob. Das bedeutet auch, auswendig lernen bringt nichts. Vielmehr musst du Inhalte immer wieder in einen Kontext bringen. Du musst sie verbinden, abwägen und dadurch eine Metaebene erreichen. Du antwortest also nicht einfach nur, sondern du reflektierst deine Antwort. Und das ist verdammt schwierig. Maxime 3. Klasse statt Masse. Anstatt dich in vielen, vielen oberflächlichen Ausführungen zu verlieren, konzentriere dich lieber auf eine Handvoll ausgewählter Argumente, die du dafür mehr in der Tiefe betrachtest. Und Maxime 4, Struktur ist die halbe Miete. Und damit kommen wir zum zweiten Teil dieser Betrachtung. Wie gehe ich vor, um diese Struktur zu erreichen? Denn wir erinnern uns an das Steak. Erst eine sinnvolle Reihung von Einzelschritten führt zu einem optimalen Ergebnis. Gestatte mir jetzt ganz kurz nochmal den Hinweis, ich bin halt schon Lehrer und muss da so ein bisschen pingelig sein, dass das, was jetzt kommt, eine vereinfachte Darstellung ist, die dir helfen soll, den Drive in die Aufgabe 3 zu kriegen. Wie gesagt, Tobis 80er. Wie man es ganz genau macht, kommt am Ende. Na dann, los geht's! Zu Beginn heißt es erst einmal, die Fragestellung zu kapieren und einzuordnen. Was soll ich machen? Warum soll ich das machen? Und da sind wir schon auf einer Metaebene. Herzlich willkommen. Von einer Metaebene spricht man, wenn man nicht einfach nur etwas macht, sondern einen Schritt zurücktritt und reflektiert, warum, wie und wann man das macht. Und genau das wird Teil unserer Einleitung. Gehe in der Einleitung zur Aufgabe 3 auf folgende Punkte ein. Warum ist die Fragestellung überhaupt wichtig? Gibt es eine Frage, die sich aus der Aufgabenstellung ableiten lässt? Zum Text gibt es in Aufgabe 3 mit Sicherheit immer einen Bezug. Du kannst die Fragestellung aber auch aus aktuellen Geschehnissen ableiten. Gibt es im Zeitgeschehen wichtige Gründe für die Beschäftigung mit diesem Thema? Gehe hierbei auch auf die pädagogische Relevanz ein. Also warum das Thema überhaupt pädagogisch wichtig ist. Warum betrachten wir im Pädagogikunterricht das Thema, das gestellt wurde? Vielleicht bietet es sich ja auch an, eine provokante These aufzustellen, die du im Verlauf deiner Ausführungen überprüfst. Diese These wird zum Beispiel explizit erwartet beim Operator erörtern. Nun gut, diese These, diese Fragestellung, die du zu Anfang in der Einleitung aufstellst, ist quasi dein selbstgestecktes Ziel, das du im Verlauf deiner Ausführung zur dritten Aufgabe selbst erreichen möchtest. Okay, dann wissen wir, wo es hingeht, brauchen wir nur noch einen Weg. Denn es gibt ja unzählige Möglichkeiten, wie man ein Ziel erreicht. Überlege deshalb im zweiten Schritt, wie du dich mit dieser Thematik auseinandersetzen möchtest. Und wieder seht ihr, Metaebene. Es geht nicht allein um die Antwort, sondern genauso sehr auch um das Warum. Und um das Wie komme ich dahin? Im zweiten Schritt überlegen wir deshalb, welche Kriterien sollten wir zur Beantwortung der Frage heranziehen? Welche Perspektiven zur Betrachtung gibt es? Entscheide dich dafür für einzelne Elemente einer Theorie. Für Teilaspekte, die du auswählst, um die Frage zu beantworten. Zum Beispiel die Entwicklungsaufgaben nach Hurlmann oder die vier Fähigkeiten nach Krabbmann. Eine vollständige Theorie auszuwählen und vorzustellen, wäre übrigens einfach unpassend und unmöglich zugleich. Aspekte einer Theorie genügen. Diese ausgewählten Theorieelemente, je nach Aufgabenstellung, etwa die Theorie aus Aufgabe 2 oder eine völlig neue Theorie, die solltest du anschließend noch überblickend darstellen. Wie gesagt, nicht in Gänze und komplett, sondern die Aspekte und Perspektiven, die zur Beantwortung der Aufgabenstellung wichtig sind. Oder um mit meinem geschätzten Kollegen Jean P. zu sprechen, du öffnest zur Beantwortung der Frage Schemata,
aus deren Perspektive du jetzt die Frage beantwortest. Okay, jetzt wird es auch wirklich Zeit für die Antwort. Gib im dritten Schritt deshalb jetzt Antworten, basierend auf den ausgewählten Perspektiven. Ganz wichtig dabei ist, dass du für die Nennung alleine, zum Beispiel für auswendig gelernte Just Community, nicht einen müden Punkt bekommst. Es sind die Begründungen, das argumentative Abwägen und das Prüfen, das die Punkte bereitet. Je nach Operator kannst du jetzt pädagogische Argumente einander gegenüberstellen, theoriegeleitete Vorschläge machen oder einen Sachverhalt kritisch überprüfen. Denk dran, es geht um Klasse statt um Masse. Gib nicht 10 unterschiedliche Antworten, sondern konzentriere dich auf maximal eine Handvoll Elemente, die du dafür tiefergehend reflektiert ausführst. Und nochmal zur Erinnerung, Begründungen geben Punkte, nicht die Nennung. Nach einiger Zeit solltest du in der Auseinandersetzung mit deinem Sachverhalt zu einem Urteil gelangen. Dieses Urteil stellst du dann im Fazit begründet zusammen. Im Fazit gehst du darauf ein, zu welchem Schluss du in Bezug auf die Fragestellung der Einleitung kommst. Erinnerst du dich noch, du hattest ja ganz zu Anfang deiner Ausführung eine Fragestellung, eine provokante These aufgestellt. Wie lautet das abschließende Urteil nach theoriegeleiteter Auseinandersetzung? Das schreib hier hin. Die Kirsche auf dem Kuchen wäre dann, wenn du ganz zum Schluss deine eigene Antwort abschließend noch einmal kritisch hinterfragst. Gibt es Kritikmöglichkeiten an der Antwort, die du gefunden hast? Kritikmöglichkeiten, die vielleicht die von dir gefundenen Argumente einschränken? Boah, meine Güte, ganz schön viel Arbeit für so ein kleines Steak, oder? Aber wenn man es richtig macht, lohnt sich der Aufwand. Vergiss nicht, das, was ich jetzt dargestellt habe, ist eine vereinfachte Darstellung, die dir helfen soll, den Drive in die dritte Aufgabe zu kriegen. Ich sag mal so, zu 80% triffst du damit die meisten Erwartungshorizonte. Falls du es genauer wissen möchtest, gerade für die Vorbereitung auf das schriftliche Abitur, empfehle ich dir, dass du dir Original-Abiturklausuren noch einmal anschaust. Du erhältst ja Einblick in die Original-Abiturklausuren der letzten Jahre, sprich dafür einfach mal deine Lehrerin oder deinen Lehrer an. Und hier kannst du genau schauen für die Aufgabe 3, welche Antwortvorgaben gegeben werden in diesen Kriterienkatalogen. Das wäre für dich der Weg, um wirklich das Optimum an Punkten rauszuholen. Noch mehr Tipps, wie du das Beste aus Prüfungen rausholen kannst, findest du in meinem Review zu Abi-Trainer. Das sind Bücher, wo genau solche Aufgaben 3 beispielhaft durchgearbeitet werden. Welches Buch ich am besten finde und ein paar weitere Kommentare findest du in diesem Video. Ansonsten habe ich jetzt ganz schön Hunger und werde erstmal was Richtiges essen gehen. Genieß den Tag, dir ganz viel Erfolg bei allem, was du tust und bis bald. Tschüss!